Guten Tag, Frau Präsidentin. Entschuldigung. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben ja gestern ungefähr zur gleichen Zeit schon einmal über das Thema diskutiert. Die AfD hat trotzdem heute, Freitagvormittag, nochmal das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Und um den Vogel abzuschießen, heute Nachmittag noch einmal eine Aktuelle Stunde zum gleichen Thema beantragt. Ich bin jetzt seit 2009 Mitglied des Parlaments. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe das noch nicht erlebt, dass unsere wertvolle Debattenzeit dadurch verschwendet wird, dass wir dreimal über das gleiche Thema reden. Und ich habe heute früh dieses Hetzblatt gefunden. In diesem Hetzblatt stehen interessante Sachen. Zum Beispiel, der Pakt wurde bislang am Bundestag vorbei und unter gezieltem Ausschluss der Öffentlichkeit erarbeitet. Das ist doch absurd. Außerdem steht hier drin, und jetzt wird es interessant, und da würde ich Sie mal bitten, gut zuzuhören, der Bundestag muss sich intensiv mit dem Werk auseinandersetzen und Sachverständige hören. Dazu erzähle ich Ihnen jetzt mal eine Geschichte. Im Mai diesen Jahres haben wir eine Einladung von den Vereinten Nationen erhalten. Auch Herr Hampel. Wir wurden eingeladen, nach New York zu fahren und uns bei einer Interessenträgeranhörung mit diesem Pakt zu befassen, unsere Meinung einzubringen. Dass Herr Hampel keine Lust hatte, dahin zu fahren, geschenkt. Aber Herr Büstron, der Obmann im Auswärtigen Ausschuss, hat sogar den Dienstreiseantrag unserer Kollegin Sevim Dadelin abgelehnt, und zwar mit folgender Begründung. Ich trage das hier mal vor. Bei der beantragten Reise nach New York handelt es sich um ein Thema Global Impact on Migration. Ich sehe keinen Nutzen für den Auswärtigen Ausschuss in dieser Reise. Dies betrifft gerade die Interessenträgeranhörung. Wissen Sie, Sie von der AfD haben damals die Relevanz des Abkommens überhaupt nicht verstanden. Sie wollten sogar verhindern, dass Abgeordnete aus Deutschland dazu ihre Meinung einbringen. Aber jetzt, ein halbes Jahr später, haben Sie eine große Klappe. Sie hätten vielleicht selber hinfahren sollen. Sie hätten doch hinfahren können. Sie hätten dort Ihre Meinung sagen können. Das alles haben Sie nicht gemacht. Aber jetzt weinen Sie folgenlos über das Ergebnis. So ist das eben, wenn man nur bis zum nationalen Gartenzaun denkt. Herr Liebig, zwischen... Nein. Sie reden jetzt also in dieser Woche dreimal über das gleiche Thema. Mindestlohn, Rente, Abrüstung, das alles interessiert Sie nicht. Sie haben kein anderes Thema. Sie sind besessen vom Kampf gegen Zuwanderung. Sie sind besessen von Ihrer Ausländerfeindlichkeit. Und Sie nutzen ohne Scham jedes Mittel, um Angst und Hass zu schüren. Und Sie drehen dabei die Fakten so, wie es Ihnen gerade passt. Das hat Herr Hampel hier gerade bewiesen. Und übrigens, es gab schon immer Migration. Es gibt heute Migration und es wird auch immer Migration geben. Und ich glaube gar nicht, dass es unsere Aufgabe ist, als Politiker oder Staat, das zu fördern oder zu behindern oder gar zu verhindern. Und übrigens war Deutschland gar nicht immer das Zielland. Aktuell steigen gerade die Auswanderungszahlen aus Deutschland. Es gibt sogar Fernsehshows darüber. Und jetzt sage ich Ihnen, den angeblichen Vertretern des deutschen Volkes, mal was zum Thema Verschiebung von Migrantenströmen. Zwischen 1820 und 1930 haben 6 Millionen Menschen Deutschland verlassen. Und zwar meist als das, was Sie heute Wirtschaftsflüchtlinge nennen. Und zwar in die Vereinigten Staaten von Amerika. Und falls Sie denken, dass das damals einfach war, dann haben Sie sich geschnitten. Ich will mal einen gewissen Benjamin Franklin zitieren. Der sagte damals, nur wenige ihrer Kinder lernen Englisch. Sie importieren viele Bücher aus Deutschland. 2 von 6 Verlagshäusern gehören vollständig den Deutschen. Die Schilder an unseren Straßen sind in beiden Sprachen gehalten, manchmal sogar in Deutsch. Bald werden sie uns zahlenmäßig überlegen sein, sodass all die Vorteile, die wir haben, nicht ausreichen werden, um unsere Sprache zu erhalten. Auch unsere Regierung gerät dadurch ins Wanken. Kommt Ihnen das bekannt vor? Zum Glück haben wir jetzt ein paar Jahrhunderte später dazugelernt. Globale Themen müssen eben global behandelt werden. Das ist keine besonders überraschende Erkenntnis, und das haben wir eigentlich alle, außer Ihnen natürlich, verstanden. Nun ist das Dokument, was in Marrakesch verabschiedet wird, kein linkes Dokument. Wir haben daran Kritik, und ja, wir haben uns darüber gestritten. So wie wir eben sind als Linke, machen wir das auch schön öffentlich und transparent. Aber ich finde das auch gut. Man darf sich über dieses Thema streiten, weil mir fehlen ganz viele Sachen in diesem Abkommen.
Was wird denn gesagt über die erzwungene Migration, über die Ursachen für erzwungene Migration, über Rüstungsexporte, die Kriege befördern? Was wird dazu gesagt? Da wird zum Beispiel aufgenommen eine Formulierung, dass man das Grenzmanagement verbessern will, was de facto bedeutet, man will Frontex und Ähnliches hochrüsten. Das finden wir alles tatsächlich falsch. Aber auf der anderen Seite, es ist doch gut und es ist doch richtig, dass man sich darauf verständigt, wie Menschen in ihren Herkunfts-, in ihren Transit- und in ihren Zielländern behandelt werden. Dass es einen Schutz vor Entrechtung, vor Ausbeutung und vor unmenschlicher Behandlung gibt. Das macht der Global Compact for Migration. Das ist doch gut, das ist richtig. Wir wollen Menschenhandel und Sklaverei ächten. Wer kann denn da etwas dagegen haben? Das ist doch sinnvoll. Und wenn gesagt wird, wir müssen gleiche Arbeitsbedingungen haben für Migranten vor Ort, dann ist das doch eine richtige Entscheidung. Das ist doch sinnvoll, damit es kein Lohndumping gibt. Das brauchen wir doch. Also in der Abwägung sagt unsere Partei, die Bundesregierung soll den Pakt unterstützen. Und ich möchte die AfD auffordern, uns mit ihren unsinnigen Verschwörungstheorien von angeblichen Umvolkungsplänen hier im Bundestag zu verschonen. Stefan Liebig. Nächste Rednerin Phyllis Pohlert für Bündnis 90 Die Grünen.